Immer wieder kommt ein neues Kiefer, immer wieder ist ein neuer Scherz. Immer wieder bringt es neuen Kummer, immer wieder Schmerz in uns. Die Erzieherinnen und Erzieher im Land sind sauer. Bei der Demonstration des Deutschen Gewerkschaftsbundes DGB zum 1. Mai in Schwerin richtete sich jede Menge Kritik sehr unverblümt und direkt an die Ministerpräsidentin des Landes. Im Mittelpunkt das KiföG, das Kindertagesförderungsgesetz. Der aktuelle Gesetzesentwurf ist für Manuela Schwesig ein großer Erfolg, werden doch die Kita-Gebühren für Eltern abgeschafft. Viele Erzieher befürchten allerdings jetzt große Einschnitte in der Qualität der Kinderbetreuung. Die wichtigsten Forderungen von Initiativen wie QAKI-MV, ein verbindlicher landesweiter Personalschlüssel und Tarifverträge in allen Kindertageseinrichtungen im Land. Auch die Gestaltung der Arbeit der pädagogischen Fachkräfte wird kritisiert. Stichwort Hausaufgabenbetreuung im Hort. Das Problem ist einfach, dass die Novellierung ja ab dem 01.01.2020 so durchgesetzt werden soll, dass wir hauptsächlich im Hort dafür zu sorgen haben, von allen Kindern die Richtigkeit der Hausaufgaben zu kontrollieren. Unser Auftrag ist aber, eine Freizeitgestaltung für die Kinder zu errichten. Und nach 6 Stunden Schule kommen die Kinder zu uns in den Hort, essen Mittag. Und wenn man sie dann fragt, was habt ihr gemacht? Hausaufgaben. Wenn man dann den Rattenschwanz dahinter aufzählt, was das alles für Auswirkungen hat auf das Wohl der Kinder, auf die Bedürfnisse der Kinder, ich glaube, dann sollte sich die Politik mal ganz schnell die Augen öffnen lassen und auch mal an ihre Kinder denken. Denn die Kinder können nicht nur funktionieren, die brauchen ihre Freunde, die brauchen ihre Interessen, sie müssen in ihren Bedürfnissen gestärkt werden und nicht nur, wenn sie schon den ganzen Tag 6 Stunden Frontalinformationen im Sitzen bekommen, weiterhin im Hort noch 2 Stunden in ihrer Hausaufgabenzeit betreut zu werden. Das ist auch nicht mein Anspruch als pädagogische Fachkraft. Die Ministerpräsidentin hörte sich die scharfen Proteste an. In Sachen Qualitätsverlust durch das neue KiföG widerspricht Manuela Schwesig jedoch. Das neue Gesetz ist wichtig, weil wir damit die Gebühren für die Eltern abschaffen. Viele Eltern in unserem Land bekommen kleine oder mittlere Einkommen, aber zahlen 200, 300 Euro Gebühren in Krippe, Kindergarten, Hort oder Tagespflege. Und das wollen wir natürlich abschaffen. Das ist einfach wichtig, damit die Leute, die hart arbeiten, auch ihren Lohn in der Tasche behalten. Dazu gehört aber auch, dass wir was für die Qualität tun. Und deshalb bin ich froh, dass wir auch mit dem neuen Gesetz zum Beispiel die Vor- und Nachbereitungszeiten für die Erzieher verbessern wollen. Fakt ist, die Proteste der Pädagogen werden so schnell nicht verhallen. Doch faire Löhne fordern nicht nur die Erzieherinnen und Erzieher im Land. Auf dem Marktplatz in Schwerin sprach Manuela Schwesig vor knapp 1200 Menschen gemeinsam mit dem stellvertretenden Vorsitzenden DGB Nord, Ingo Schlüter. Weniger als die Hälfte aller Arbeitnehmer in MV werden nach Tarif bezahlt. Die Landesregierung versucht hier im Rahmen ihrer Möglichkeiten einzuwirken. Wir fördern vor allem stärker Unternehmen, die auch Tariflohn zahlen. Da haben wir umgesteuert, weil für uns ist einfach wichtig, dass die Menschen in unserem Land ordentlichen Lohn bekommen und dass wir dort Steuergelder hingeben, wo das auch der Fall ist. Auch in Rostock wurde zum 1. Mai traditionell auf der Festwiese im Barnsdorfer Wald gefeiert. Organisiert wurde das Familienfest durch den DGB, den Deutschen Gewerkschaftsbund. Jedes Jahr ist dieser Tag mit einer konkreten politischen Botschaft verbunden. Wir sind heute hier unter dem Motto Europa jetzt aber richtig. Wir wollen, dass nochmal die Europawahl in den Fokus gerückt wird, dass ein soziales und gerechtes Europa im Fokus ist und haben natürlich hier heute die Situation, wir haben die OB-Wahl, wir haben die Kommunalwahl und wir haben die Europawahl und wollen halt wieder ein spannendes Programm kombiniert aus Politik und Gesellschaft, aber auch Kulturprogramm hier auf die Bühne bringen und auch auf den Platz bringen und wollen sagen, der 1. Mai ist immer noch ein wichtiger Tag, ist der richtige Tag, um Politik zu machen, um Politik zu setzen und haben wir deswegen heute auch hier die Kandidatinnen und Kandidaten der Oberbürgermeisterwahl heute auf der Bühne, um sich unseren Fragen zu stellen. Gewerkschaften, Parteien und politische Bewegungen nutzten den 1. Mai, um auf soziale Missstände aufmerksam zu machen. Auch die parteiübergreifende Bewegung Aufstehen war das erste Mal dabei. Und der Kommunalwahl.
sind auch total gerne dabei. Wir finden das Motto richtig gut, Europa jetzt aber richtig. Ne? Und wir wollen soziale Gerechtigkeit in Europa, wir wollen ein friedliches Europa und wir wollen auch ein Europa, das nachhaltig ökologisch wirtschaftet, also eine gesunde Umwelt. Die Rostocker Tafel versorgt bedürftige Menschen in Rostock mit Lebensmitteln und Alltagsbedarf, die vor allem von Supermärkten eingesammelt werden. Am 1. Mai wollte die Rostocker Tafel informieren und einfach mitfeiern. Die Botschaft ist schlicht und ergreifend, dass wir mit unserem Angebot Bedürftigen helfen, die in Hartz IV sind, die zu wenig Rente haben und aus dem Überfluss der ganzen Lebensmittelschichten können wir weiter auch denen helfen. Der Höhepunkt auf der Rostocker Maifeier war eine Gesprächsrunde mit allen neuen Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl in Rostock am 26. Mai. Auch hier wollten die Gewerkschafter ihre Anliegen platzieren. Wir wollen natürlich, dass die Stadt Rostock nicht nur eine Stadt zum guten Leben ist, sondern auch zum guten Arbeiten. Wir haben in Rostock immer noch einen großen Niedriglohnsektor. Wir haben in vielen Bereichen immer noch keine Tarifverträge. Wir haben in der öffentlichen Verwaltung durchaus Spielraum nach oben für gute Arbeit. Und da fordern wir ganz klar vom zukünftigen Oberbürgermeister eine wachsende Stadt, eine gute Stadt, in der Menschen gerne leben, muss auch eine Stadt sein, in der Menschen gerne arbeiten. Da gehört das ganze Thema, wie komme ich eigentlich zur Arbeit, ÖPNV, kann ich mir die Wohnung eigentlich hier in der Stadt leisten oder muss ich eine Stunde rinpendeln zur Arbeit, wenn ich hier arbeite? Und natürlich, wie werde ich für meine Arbeit entlohnt und wie ist die Struktur der Arbeit? In der Diskussion ging es vor allem um ein sozialeres Rostock. Auch die Trennung von Arm und Reich in den Stadtteilen wurde thematisiert. Unterbrochen wurde der Talk durch eine Banneraktion der Gewerkschaftsjugend, die dem Kandidaten Klaus Uhr-Matzen Lohndumping in seinen Möbelhäusern vorwarf. Leider wurde die polemische Aktion auf der Bühne nicht aufgegriffen. In Rostock waren an diesem 1. Mai rund 1.500 Menschen in den Barnsdorfer Wald gekommen. Im ganzen Land folgten rund 12.000 Teilnehmer den Aufrufen zu Demonstrationen, Kundgebungen und Bürgerfesten.